Es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit auf Leute zugehe und ihnen sage, hallo, ich bin im Fall non-binär und ich will dir etwas darüber erzählen. Aber wenn ich dann darüber rede, ist es meistens einfach für die Leute schwierig, sich das vorzustellen, dass man das fühlt oder ablehnt oder so. Sascha hat zwei Coming-outs erlebt. Das erste mit 18 als lesbisch und vor 2 Jahren als non-binär. Sascha lehnt weibliche oder männliche Anreden ab. Kein sie, kein er. Sascha hat im vergangenen Jahr bei den Behörden eine Namensänderung beantragt und heißt jetzt offiziell Sascha. Über den alten Namen möchte Sascha nicht mit uns sprechen. Das GA ist jetzt wie so etwas, wo ich den Vornamen noch nicht gewechselt habe und du es dann erst, sobald das GA ausläuft und ich ein neues muss kaufen, gehe ich dann sagen, dass ich dann übrigens meinen Vornamen geändert habe. Wie reagierst du auf Unverständnis? Ich tue eigentlich nicht viel erklären. Ich tue einfach darauf bestehen, dass das anerkannt wird. Wir sind mit Sascha mehrere Wochen unterwegs. Eine Sprache ohne sie und er fällt uns schwer. Szenen, in denen wir Sascha falsch ansprechen, möchte Sascha nicht zeigen. Auch Fragen, ob Sascha geschlechtsangleichende Operationen durchführen ließ, wollte Sascha vor der Kamera nicht beantworten. Schweizer Behörden erkennen Saschas Identität nicht an. Anders im US-Bundesstaat Oregon. Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal eine Person als non-binär anerkannt. Das ist der größte Erfolg meines Lebens. Das definiert, wer ich bin. Ich hatte nie eine Identität als Mann. Mich als Frau zu bezeichnen, war auch nicht zutreffend. Der Richter machte mich vollständig mit diesem Entscheid. Mann oder Frau? Sehen wir einen Menschen, teilen wir sofort ein. Mann oder Frau? Non-Binäre stellen dies in Frage. Hey. Sascha studiert Gender Studies in Basel. Auch hier entkommt Sascha den Kategorien Mann und Frau nicht. An der Universität Basel haben wir genau Frau, Herr, Geschlecht, weiblich, männlich. Und fertig. Und sie haben das Gefühl, sie haben hier, ich weiß nicht was, für eine progressive Geschichte aufgeleistet. Die Universität kennt für Studierende nur Mann oder Frau. Für die Statistik, wie viele Männer und Frauen studieren. Keine gibt es nicht. Es gibt auch keine geschlechtsneutralen WCs. Es dauerte Monate, bis Sascha einen Schlüssel für das Behinderten-WC erhielt. Dann hat es zuerst geheißen, nein, das geht nicht, weil ich nicht in den Bereich hineingehört für Leute, die ein Anrecht auf diesen Schlüssel haben. Du musst jetzt entscheiden, du gehst aufs Frauen-WC oder aufs Mannen-WC. Das heisst, ich muss mich selber einteilen in Kategorien, die ich für mich so gar nicht mehr einteile. Sascha trifft sich Wochen später mit Kadisha. Auch Kadisha identifiziert sich als non-binär. Es fällt schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenn wir zusammen sprechen, dann ist das, sind wir in unserem Bubble. Und dann verstehst du genau, was ich meine. Aber wenn es für die Gesellschaft außen ist, dann werden das nicht böcken. Ich sage dann immer so einen Beispielsatz. Ich habe gestern Sascha gesehen und Sascha hat mir Saschas neues Velo gezeigt. Und dort kann man wie so raushören, wie denn das angewendet wird. Weil für viele ist dann das so mega verwirrend. So, hey, wie mache ich jetzt das? Über die reden, ohne das Pronomen zu verwenden. Was hätte Sascha und Kadisha als Teenager geholfen? Wenn man mir den Raum einfach gelassen hat, vom selber entscheiden, ob ich jetzt in die Bubenkabine will oder in die Mädchenkabine im Turnen. Das wäre vielleicht so etwas gewesen, das mir geholfen hat. Und ich mich nicht müssen zwingen, in die Mädchenkabine zu gehen und mich dann alle irgendwie so anschauen. Und wissen, dass ich einfach kein BH habe. Im Privatleben können Sascha und Kadisha heute für sich entscheiden, nicht aber nach außen. Das stimmt, ist ja auch ein Element, an dem man Geschlecht ablässt. Du hast ja mal gesagt, dass du wegen deiner Stimme mega oft nicht lesbar bist. Wo ich von mir das Gefühl habe, also jetzt. Das Gefühl, dass wegen meiner Stimme ich eher als Frau gelesen werde.
Stört dich das? Ich wünschte mir manchmal, ich würde weniger lesbar sein, also weniger klar lesbar. Mhm. Und ich würde, glaub, also ich würde schon in der Regel als Frau gelesen. Ja. Heute als Frau gelesen, früher als Mädchen. Einmal die Woche bekommt Sascha Besuch von Nancy, der jüngeren Schwester. Sascha und Nancy sind eng miteinander aufgewachsen. Ich habe Nancy auch mega als Mädchen wahrgenommen. Und irgendwie durch das, dass ich mich selber nicht so wahrgenommen habe oder eben nicht das Typische geteilt habe, habe ich mich eigentlich schon als abweichend von dem wahrgenommen. Und habe aber wie so gewusst, so, ich bin kein Bub, aber durch das, dass ich mich nicht für das interessiert habe oder so gekleidet habe, oder so wie Nancy, habe ich wie auch gedacht, ich bin kein Mädchen.